Dieser Mann ist einfach unglaublich, finde ich, mein lieber Michael. Also Heino sitzt jetzt in der DSDS-Jury mit seinen 75 Jahren. Ein Mann, der in meiner Kindheit noch der reine Volksmusikheld war und der die Jugend überhaupt nicht angesprochen hat. Und plötzlich wandelt sich dieses Blatt und der wird zu einem Teenie-Star. Ist das verrückt? Das ist unglaublich, ja, ich weiß. So in meiner Jugend war es so fast ein bisschen abfällig, hat man über ihn geredet, ja. Es ist schon unglaublich und ich habe mir das Horoskop sehr genau angeschaut. Wir haben es sogar mit Uhrzeit, mit Geburtszeit, also sehr genau. Und ich habe mir immer gedacht, über den Heino, man weiß eigentlich nichts über ihn. Also man weiß wenig über sein Privatleben. Man weiß, dass er 2 Scheidungen hat, das dritte Mal verheiratet ist. Man weiß, dass seine Jugendliebe, glaube ich, sich umgebracht hat, genauso wie seine uneheliche Tochter. Also schon auch sehr harte Schicksalsschläge hat er gehabt. Und nun, sein Horoskop ist wirklich, ja, er ist Skorpion-Aszendent mit Schütze Sonne. Und Skorpion-Aszendent, das ist ja Gott der Unterwelt, Pluto, der Herrscher des Skorpions. Der gibt sich nicht zu erkennen, der geht immer mit der Tarnkappe auf die Welt. Das ist also ein sehr kontrollierter, zurückgezogener Mensch, trotz seinem Ehrgeiz. Und man muss sich ja mal vorstellen, er hat ja diese Basedow'schen Augen, wird es glaube ich genannt, also die herausstehenden. Da hätte er nie Karriere gemacht, wenn er nicht diesen Dreh mit der Sonnenbrille gefunden hätte. Der durfte sogar mal einen Pass haben mit der Brille drauf. Dann ist es aber dann irgendwann, glaube ich, doch nochmal abgeschmettert worden oder so. Ja. Ist das unglaublich, was der erreicht hat, oder? Aber es ist unglaublich, was er erreicht hat und mit was für einem Ehrgeiz er das durchgesetzt hat. Und er ist schon auch ein sehr, sehr selbstbezogener Mensch. Also hat unter anderem die Sonne im ersten Haus. Das ist der Bereich der Persönlichkeit. Das sind Menschen, die wollen sich um jeden Preis ausleben. Also er ist nicht der große soziale Mensch. Er ist auf seinem Ich, auf seinem Ego-Trip ein bisschen, ne? Und er ist ein Mensch, der nicht zu fassen ist. Denn seine Sonne steht in Spannung zu Neptun. Und der Winfried Noé hat das mal so schön verglichen. Das ist, wie wenn du jemanden fassen willst, wie ein Fisch, den du greifst. Und du schnappst zu und flutsch macht und weg ist er. Also er ist nicht zu fassen. Man weiß über ihn sehr wenig und genau so taucht es eben in seinem Horoskop auf. Er hat einen unglaublich starken Willen. Der Mars steht im Skorpion. Dieser Wille ist doch nichts zu toppen und steht auch noch in Spannung zu Pluto. Das heißt, er hat auch, ich weiß gar nicht, ob ich das als Astrologe sagen darf, er hat ein sehr reges Sexualleben bis ins hohe Alter, ganz sicher. Naja, aber er ist ja auch sehr, sehr glücklich, zumindest wirkt das immer so, wenn er mit seiner Hannelore auftritt. Also die beiden gehören ja wirklich zusammen wie, wie sagt man so schön, die Milch in den Kaffee? Nein, der Topf auf den Deckel. Auf jeden Fall geben die immer ein gutes Paar ab, beide miteinander. Und beide, finde ich, sind im Alter immer rockiger geworden. Ja, klar. Aber wie gesagt, den Heino, den muss man schon packen können, den muss man also schon ertragen können. Willst du mir sagen, die Hannelore hat den Heino nicht alleine? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also würde ich auch nicht spekulieren, aber sagen wir mal so, er ist einfach eine unglaubliche Ich-Betonung und ist wahnsinnig sehr stark von sich selbst eingenommen vom Horoskop. Und ich meine, da braucht man schon eine Frau, die immer so ein bisschen Opfer ist, die alles für einen macht. Ich glaube, diese Tendenz ist da schon da. Also er ist auf jeden Fall wahrscheinlich der Macher. Er ist auch der sagt, wo es hingeht. Ja. Das merkt man schon auch in den Interviews. Was mich so wundert, ist, dass dieser Mann es wirklich geschafft hat, plötzlich in einer neuen Generation plötzlich doch nochmal so populär zu werden. Das heißt, jetzt wirklich Jurymitglied mit der anderen Ikone Dieter Bohlen. Setzen die sich beide nicht unter Konkurrenz? Das ist unglaublich. Also wie gesagt, Sonne, Neptun, das sind schillernde Menschen. Das sind schillernde Menschen, die immer wieder in einem anderen Licht scheinen. Und Skorpion-Aszendent, das ist ja noch mehr wie die Skorpion-Sonne. Also der Aszendent wirkt bei Menschen noch wesentlich stärker. Die wandeln sich immer wieder, die erfinden sich immer wieder neu, die regenerieren sich immer wieder. Die haben ganz viele Persönlichkeitswandlungen im Laufe des Lebens drin. Und er ist da ein gutes Beispiel.
Wie man immer wieder weitergehen kann und Erfolg im Leben hat, wenn man bereit ist, sich zu wandeln. Also Skorpion ist das Zeichen der Wandlung und das vollzieht er wohl. Er hat viele, viele Pressegeschichten in den letzten Jahren auch gehabt. In der letzten Zeit hat er Jan Delay verklagt, weil der ihn als Nazi beschimpft hat. Er hat aber auch oftmals Kritiken bekommen, weil er in Südafrika aufgetreten ist und dort Lieder gespielt hat, wie die Braun, braun, braun ist die Haselnuss. Also das hat man ihm auch gleich immer wieder vorgeworfen. Auf der anderen Seite ist aber auch jemand, der wirklich dazu steht, zu seinen Aussagen, und er hat seinen Bambi zurückgegeben 2011, nochmal in Kontra auf Bushido, der einen Bambi erhalten hat zum Thema Integration. Ja, also er ist wie gesagt, der hat so viel Skorpion und dieses Schütze gleichzeitig, dieses Schütze will immer nach vorne gehen, will Erfolg haben, mehr kommen, Schützen sagt uns, er ist hat eine sehr hohe Meinung von sich selbst, und die Skorpion-Planeten, die beißen, die haben eine hohe Verteidigungsbereitschaft. Also er ist ein sperriger Typ. Eigentlich kein Typ, der so eine hohe Popularität normalerweise hat. Die hat er nur dadurch, dass er einfach eine Ikone geworden ist. Also er hat mit dieser Brille, mit seiner tollen Stimme, die hat er ja zweifellos, sein Bariton, seine unglaubliche Stimme, damit hat er Erfolg gehabt. Nur durch sein Können, durch seine Kunstfigur, die er aus sich selbst gemacht hat. Er heißt ja auch ursprünglich Georg Kramm und nicht Heino. Also er hat aus sich Kunst gemacht. Und das war seine besondere Leistung. Aber ansonsten ist er ein Typ, der nicht unbedingt sozial wahnsinnig verträglich und harmonisch ist. Eine Frage zum Schluss noch, mein Lieber. Wird er in Konkurrenz gehen mit Dieter Bohlen? Also wer wird böser sein, oder wird er der liebe, brave Onkel, Opa oder was auch immer bei DSDS also sein? Also Hertha ist der Heino. Hertha ist der Heino. Das bin ich mir ganz sicher. Also der Bohlen sollte ihn nicht allzu oft so auf die Schippe nehmen. Ah, okay. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was dieses Jahr passiert. Ich glaube, es wird noch mal ein Quotenknüller, zumindest die erste Sendung mit dieser neuen Jury. Da wird ja einiges passieren. Vielen Dank, mein Lieber. Habt ihr 27 Grad, wie es die Wetterfrösche versprochen haben? Also noch ist es ein bisschen kühl, aber es ist ja noch relativ früh am Tag. Und ich hoffe, es wird so warm. Ja, bei uns, die Meteorologen, haben uns irgendwie wirklich Honig ums Maul geschmiert, wie man so sagt. Aber es wurde noch nicht erfüllt. Also es regnet. Zurück. Ja, angeblich, aber davon kann ich noch nichts spüren. Mein Lieber, genieße die Sonnenstrahlen, wenn sie endlich durchkommen, und ich freue mich auf nächste Woche. Gute Sendung mit dir, Andrea. Danke dir, bis dann, Micha. Bis dann. Tschüss.